Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist offenbar auch in Deutschland festgestellt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde sie bei zwei Reisenden gefunden, die am Mittwoch aus Südafrika kommend in München eingetroffen waren. Es wird befürchtet, dass Omikron noch ansteckender ist und Impfungen weniger gut dagegen wirken. Unabhängig von diesen beiden Fällen fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften wesentlich strengere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 67.125 neue Fälle gemeldet, 3.200 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht mit 444,3 auch heute einen neuen Höchstwert. Eine Maschine aus Südafrika war gestern in München gelandet. Die PCR-Tests von zwei Reisenden positiv. Derzeit wird untersucht, ob es sich um die Omikron-Variante handelt. Bei zwei weiteren Reisenden, die bereits am Mittwoch eingereist waren, ist nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums klar, es ist die Virusvariante. Auch in Hessen gibt es einen weiteren Verdachtsfall. Die Person konnte am vergangenen Sonntag ganz normal am Frankfurter Flughafen einreisen, so der Sozialminister. Er wurde im Laufe der Woche dann symptomatisch, hat sich testen lassen. Dann gab es auch einen PCR-Test, es hat sich als positiv herausgestellt und die Einzelgenombetrachtung hat sehr deutliche Hinweise darauf ergeben, dass es sich um die Omikron-Variante handeln kann. Bis zum endgültigen Ergebnis kann es noch dauern. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert deutlich schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, Kontaktbeschränkungen und eine Impfpflicht. Wir machen uns, glaube ich, gemeinsam nicht klar, wie dramatisch das ist. Und es kann nicht sein, dass wir abwarten, bis Patienten auf Krankenhausparkplätzen sterben, weil sie nicht mehr in die Kliniken rein können, bis wir da aufwachen. Bei einer Veranstaltung des Gesundheitsministeriums zeigte sich Virologe Leif-Erik Sander optimistisch, dass Impfungen auch gegen die neue Variante Schutz bieten könnten. Es gibt noch keine Laborexperimente, die laufen weltweit auf Hochtouren, damit wir wissen, binden die Antikörper schlechter, neutralisieren die, aber letzten Endes müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden und müssen das im Feld ansehen. Also die Booster bleiben wichtig, gerade auch bei den Varianten, die bieten einen Schutz. Ob man das anpassen muss noch, den Impfstoff, das wird man dann sehen. Währenddessen standen heute viele Schlange bei bundesweiten Impfaktionen. Zur Erstimpfung und zur Auffrischung. Die größte Zahl an Omikron-Verdachtsfällen in Europa gibt es in den Niederlanden. Am Amsterdamer Flughafen wurden 61 Passagiere aus Südafrika positiv auf Corona getestet und unter Quarantäne gestellt. Nun wird untersucht, ob sie mit der neuen Variante infiziert sind. Auch in Deutschland müssen von morgen an Reisende aus 8 afrikanischen Staaten in Quarantäne. Spontane Sonderkontrollen am Flughafen Schiphol, Amsterdam. 600 Passagiere aus Johannesburg und Kapstadt in einem Terminal gestrandet, nachdem die Europäische Union ein Einreiseverbot aus mehreren Ländern im südlichen Afrika empfohlen hatte, von Namibia im Westen bis Mosambik im Osten. Daher PCR-Testpflicht bei Ankunft. Der medizinische Dienst tut sein Bestes, um alle zu beruhigen, aber die Menschen sind jetzt einfach müde und verlieren langsam die Kontrolle. Ist jemand even zu müde, denke ich. 61 Tests fielen positiv aus. Ob es sich um die neue Variante Omikron handelt, ist noch unklar. Diese Infizierten befinden sich in einem Quarantänehotel. Alle anderen durften weiterreisen. Bestätigt sind hingegen 2 Infektionen mit B11529 in Großbritannien. Wir fordern alle Kontakte von Personen, die positiv mit Verdacht auf die Omikron-Variante getestet wurden, dazu auf, sich 10 Tage zu isolieren, unabhängig von ihrem Impfstatus. Bis es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, haben auch andere Länder wie Kanada und die USA Einreiseverbote verhängt. Der Grund? Diese Variante hat viele Mutationen mit besorgniserregenden Eigenschaften. Im Moment forschen wir intensiv daran in Südafrika und anderen Ländern, um zu verstehen, wie ansteckend es ist, wie schwer der Krankheitsverlauf und ob unsere Impfstoffe trotzdem wirken.
Die Reisebeschränkungen sorgen jetzt an den Flughäfen in Südafrika für Chaos und Warteschlangen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat bei den Jusos um Zustimmung geworben für den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. Er sehe die Chance auf ein Bündnis über die kommende Regierungszeit hinaus, das Deutschland nach vorne bringen könne, sagte Scholz beim Bundeskongress der Parteijugend in Frankfurt am Main. In einer Woche hält die SPD einen Sonderparteitag ab, bei dem sie über den Koalitionsvertrag abstimmen will. Freundlich, aber nicht gerade enthusiastisch. So empfingen die Jusos heute ihren voraussichtlichen Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Ampelkoalition mit Grünen und FDP ist nicht gerade die Wunschkonstellation des SPD-Nachwuchses. Vor allem an den Liberalen reiben sich die Jusos. Da, wo inhaltliche Unterschiede sind, müssen die auch deutlich gemacht werden. Und das werden wir tun. Wenn wir über die Frage von Umverteilung sprechen, dann ist einfach klar, dass die FDP an der Stelle nicht an unserer Seite ist. So musste sich Scholz etwa Ermahnungen anhören, dass es nicht ausreiche, dass Hartz IV in Zukunft Bürgergeld heißen solle. Es müsse auch mehr Geld geben für Einkommensschwache. In seiner Rede warb Scholz für den ausgehandelten Koalitionsvertrag und ermahnte zur Mäßigung bei Kritik an der FDP. Und wenn man sich jemanden sucht, mit dem man skeptisch umgehen will, wäre es ganz gut, wenn es nicht die Leute sind, mit denen ich jetzt gemeinsam auf der Regierungsbank Platz nehmen will. Klar werden wir noch kritisch miteinander diskutieren. Das gehört dazu. Das sind ja jetzt immer noch unterschiedliche Parteien. Aber es soll ja was Gemeinsames gelingen. Für den Erfolg der Ampel ist Scholz auf die Jusos angewiesen. Sie stellen ein Viertel der SPD-Abgeordneten im neuen Bundestag. Einer davon ist Ex-Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert, der heute ankündigte, dass es für die Parteien in der Ampelkoalition keinen Zwang zur Harmonie gäbe. Auch die Parteien der Ampelkoalition müssen sich einem Kontroversitätsgebot verpflichtet fühlen. Sie sollen nicht verschweigen, dass sie unterschiedliche Parteien sind. Und sie dürfen auch sagen, dass sie nach einer nächsten Wahl auch gerne noch in ganz anderen Konstellationen mit ganz anderen Inhalten regieren würden. Kühnert versprach aber, er und die Jusos würden die Koalition jetzt erst einmal wohlwollend kritisch begleiten. In mehreren Orten nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler II waren die katholischen Kirchen heute ein letztes Mal für Gemeindemitglieder geöffnet. Morgen werden die Häuser entwidmet und dann an den Tagebaubetreiber RWE übergeben. Garzweiler II liegt südwestlich der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Entwidmet werden eine Kapelle und Kirchen in den Orten Kukum, Kayenberg und Berverath. Sie sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Morgen wird die Heiligkreuzkirche in Kayenberg förmlich entwidmet. Obwohl fraglich ist, ob sie sowie weitere Gotteshäuser im Umkreis überhaupt noch für den Tagebau Garzweiler II abgerissen werden müssen. Ingo Barjerke war hier Messdiener. Ihm fällt der Abschied schwer. Für mich war die Kirche Mittelpunkt. Die war praktisch, die hat das Dorf symbolisiert. Die war die Urzelle. Und ich glaube, jetzt stirbt ein ganz großer Teil von Kayenberg. Gemeindemitglieder und Kohlegegner protestierten am Nachmittag gegen die Entwidmung. Wohl auch, weil die zukünftige Bundesregierung in dieser Woche den Erhalt der Dörfer in Aussicht gestellt hat. Denn der Tagebau Garzweiler II soll deutlich kleiner werden, so steht es im Ampelkoalitionsvertrag. Damit müssten einige der Orte nicht mehr abgerissen werden. Die Empörung über die Entwidmung ist dementsprechend hoch. Wir wünschen uns für den heutigen Tag vor allem, dass der Schmerz der Leute nicht so tief geht, dass das in Wut oder irgendwas anderes umschlägt. Einige der Protestierenden wollen die ganze Nacht in der Kirche bleiben. Die Polizei will offenbar nicht einschreiten. Das Erzbistum Aachen hatte die Kirche vor einigen Jahren an RWE verkauft. Schon damals gab es Proteste. Bleiben die Dörfer doch erhalten, sollen die entwidmeten Kirchen als Begegnungsstätten genutzt werden. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg 3:1 gewonnen. Damit erobert der BVB vorerst die Tabellenspitze. Für Erling Haaland gab es sogar Küsschen. Geglücktes Comeback vom Dortmunder Topstürmer, der aber erst mal auf der Bank saß, als der VfL Wolfsburg in Führung ging. Wout Weghorst mit dem 1:0 bereits in der zweiten Minute. Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt sah eine durchweg unterhaltsame Partie und nach einer guten halben Stunde das Foul von Lacroix an Reus. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Can zum 1:1 Pausenstand.
Nach fast 6 Wochen Verletzungspause war Erling Haaland erstmals wieder im Kader des BVB. 10 Minuten nach dem Wechsel traf Malen zum 1:2. Die Gäste drehten die Partie. Malen ging nach 72 Minuten und Haaland kam. Der Norweger entschied 9 Minuten später das Spiel. Kaum auf dem Platz und schon wieder erfolgreich. 1:3 durch Erling Haalands 10. Saisontreffer. Dortmund feiert den Erfolg und die Rückkehr von Erling Haaland. Kölns Trainer Steffen Baumgart konnte sein Glück kaum fassen nach einem in der Schlussphase herausgespielten 4:1 Derby-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das Kölner Gesundheitsamt hatte grünes Licht für ein volles Stadion gegeben, weil nach den letzten 2G-Heimspielen keine erhöhten Infektionszahlen messbar waren. So freuten sich mehr als 50.000 Zuschauer nach torloser erster Hälfte über die Kölner Führung durch Dejan Ljubicic in der 55. Minute. Anschließend entwickelte sich ein packendes Duell der rheinischen Rivalen. Gladbachs bester Torschütze Jonas Hofmann konnte in der 74. Minute mit seinem 7. Saisontreffer zunächst ausgleichen, ehe der eingewechselte Florian Neuhaus folgenschwer patzte. Marc Uth bedankte sich mit der erneuten Kölner Führung nach 77 Minuten. Nur eine Minute später war die Partie entschieden. Andrej Duda vollendete zum 3:1 für die Kölner, die in der Nachspielzeit sogar noch das 4:1 durch Sebastian Andersson folgen ließen. Der Kölner Sieg fiel deutlich zu hoch aus, bedeutet für die Gladbach aber dennoch einen bitteren Rückschlag. Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC Augsburg 1:1, Bochum Freiburg 2:1, Greuther Fürth Hoffenheim 3:6. Im Spiel Bayern München gegen Bielefeld steht es kurz vor dem Ende 1:0. Bereits gestern besiegte Stuttgart Mainz mit 2:1. Morgen trifft dann noch Frankfurt auf Union Berlin und Leipzig empfängt Leverkusen. Die Tabelle: Dortmund vor München, Freiburg bleibt Dritter, Hoffenheim nun auf Platz 5. Köln ist 10. vor Mönchengladbach, auf den Abstiegsplätzen Augsburg, Bielefeld und abgeschlagen Greuther Fürth. Deutscher Dreifacherfolg der nordischen Kombinierer beim Weltcup im finnischen Ruka. Terence Weber siegte vor Erik Frenzel und Vinzenz Geiger. Weber hatte mit einer Weite von 136,5 Metern schon nach dem Springen in Führung gelegen. Auch in der Loipe zeigte sich der Sachse in sehr guter Form und lag über die gesamten 10 Kilometer in der Spitzengruppe. Das deutsche Trio profitierte dabei von der Disqualifikation des favorisierten Norwegers Rieber wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzuges. Für Weber war es der erste Weltcupsieg seiner Karriere. Die Lottozahlen: 7, 14, 15, 29, 36, 37, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 28. November. Tiefdruckgebiete und kalte Luft sorgen weiterhin für teilweise winterliches Wetter. Am Alpenrand schneit es heute Nacht und auch im Norden kann sich eine matschige, dünne Schneedecke bilden, sonst überwiegend trocken und in der Mitte klart es teilweise auf. Morgen unterhalb von etwa 300 Metern Regen oder Schneeregen, sonst gebietsweise Schneefall, der in Südostbayern kräftiger ist. Die Sonne zeigt sich vor allem im Osten. Heute Nacht minus 6 bis 0 Grad, im Norden bleibt es frostfrei. In Ostfriesland morgen bis 6, im östlichen Bergland knapp unter 0 Grad. Am Montag besonders im Westen teilweise freundlich, sonst gebietsweise Schnee, in tieferen Lagen Schneeregen oder Regen. Ab Dienstag milder und sehr windig bis stürmisch, dabei im Bergland zunächst kräftiger Schneefall, der am Mittwoch zunehmend in Regen übergeht. Um 23.30 Uhr meldet sich Aline Abud mit diesen Tagesthemen. Wie gefährlich ist die Omikron-Variante des Coronavirus? Fragen an den Dortmunder Immunologen Carsten Watzel. Und Jugend forscht, grüner und roter Nachwuchs haben deutliche Kritik am Ampel-Koalitionsvertrag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik.